Okay, die brauchen jetzt zwei Schüsse. Jäger aus Leidenschaft. Dafür gibt es also noch eins. So, Jäger aus Leidenschaft 3. Das ist schon mal gut. Warten Sie, ich muss mein Fleisch mitnehmen hier. Das geht so nicht. Oh, ich muss auch tanken. Scheinbar. So, das heißt, gleich ganz schnell zum Geschäft. Eben das Zeug verkaufen. Dann tanken. Aber wenn wir 135 für jetzt eine ganze Ladung kriegen, dann müssten wir eigentlich ziemlich gut trotzdem vorankommen. Also ich weiß jetzt nicht, was wir für Wurst oder so kriegen. Aber für die Eier sind es ja irgendwas mit 6 Dollar oder so, was halt nicht viel ist. Hallo, immer vorbei. Danke. Okay. Verkaufen. Wenn wir uns das halt jetzt einfach anschauen. Ich krieg nur fürs Jagen 135, also 15 Dollar das Stück. Und für die Eier 6. Jetzt bei 232. Muss natürlich dann wieder Futter auch noch für die Tiere mitnehmen. Das heißt, rein theoretisch haben die noch nicht mal das Futter erwirtschaftet. So. Huna machen keinen Sinn. Ich brauche mehr Huna wahrscheinlich. Dann wird es irgendwo gehen. Sonst noch irgendwas? Bei mir knallt hier gerade so die Sonne irgendwie auf den Monitor, da sieht man fast nichts. Okay. Das war's mit Autofahren. Sprit ist alle. Wir versuchen jetzt einfach so in die Richtung zu rollen. Vielleicht klappt es ja. So, so weit komme ich, glaube ich, nicht mehr. Ich komme da nicht hoch. So, und dann holen wir uns jetzt unseren kleinen Kanister. Weiß gar nicht, hier eigentlich an der Säge, oder? Das ich habe das, glaube ich, an der Säge abgelegt.
Der Mond geht lauf. Ja, sag ich doch. Nee. Jetzt du. Du. Und der ist, glaube ich, zur Hälfte noch gefüllt. Außen liegen die, glaube ich, gerade so richtig schön mit Holzarbeiten los. Du schaffst das. Wir müssen unser Auto retten. Da ist die Straße, glaube ich. Oh, komm, das gehört alles. Bis hier irgendwo gehörte das alles noch zu unserer Ranch. Und bis jetzt sind, glaube ich, die Bäume auch nicht nachgewachsen. Habe ich zumindest das Gefühl. Also wir müssen das nochmal durchschauen, aber... So, schön, dass Sie gewartet haben. Ich bin jetzt auch der... Ach so. Hey. Kommt, nein. Nein, nicht schieben. Hallo. Nicht, nein, dies ist mein Auto. Tun Sie das nicht. Bitte unter. Lassen Sie das. Oh, der ist stärker als ich. Ich habe irgendwann auch einen großen. Dann komme ich wieder. Ah. So. Dann tanken wir das Ganze mal auf. Ja, ist das teuer. So, aber das beides jetzt voll. Das heißt, rein theoretisch können wir einmal das Futter abliefern. Dann können wir mal schauen, weil mit den Schweinen ist irgendwie noch gar nichts passiert. Ich habe aber auch keine Lust, gerade meine kleinen Schweine, die ich gerade erst gekriegt habe und so teuer gekauft habe, direkt zu schlachten und zu Wurst zu verarbeiten. So nach dem Motto mit, okay, da schau mal. Oh, genau, schön klettern. Kommen. Was machst du denn schon wieder hier? Komm. Ab nach da. Ab nach Hause. Du sollen bringen Eier. So, die haben Futter.
Die haben, oder? Der Stall zu. Der sagt, kommt nach hier für die äußersten Notfälle. Das Ding kommt mit mir. Wir haben ja nämlich Großes vor hier mit der Sch da hat was gesehen. Ja, kommt hier schon zu mir. Glaube, wir haben ihn. Jetzt haben wir ihn. Hallo, Sonnenschein. So. Das heißt, einmal unser Batmobil vorfahren. Zack. Autsch. Wo seien diese? Da seien diese. Gut. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich nochmal zurückfahre. Ja, das machen wir. Komm. Das ist hin und her und hin. Ah, 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 ah. So. Noch ein Stückel Fleisch und noch ein Stückel Fleisch. Also wenn wir jetzt hier neben der Arbeit auch noch kleine Rehe serviert kriegen, ne? Dann ist... Hallo. Das geht so nicht. Können mich nicht einfach rumschieben. Das habe ich nie zugelassen. Das finde ich nicht okay. So, dann schleppen wir das da noch hin, bauen das auch noch so ein bisschen und dann... Können wir rein theoretisch anfangen, das Ganze... Oh. Nur noch hier das. Das Wasser können wir auch mit reinbringen und hier abstellen. Da steht, jetzt brauche ich den Split. Irgendwo ein Kanister fallen lassen, oder nicht? Glaube, das war eher hier drin. Bin hier, glaube ich, raus. Und habe das Böse gesehen und dachte mir dann so, nee, 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 das machen wir jetzt sofort. Aber wo? Wo sein der Spiel? Wir werden es bestimmt finden. Solange kann ich das ja hier einfach mal durch die Säge laufen lassen.
Wir bräuchten am besten noch eine schnellere Säge. Irgendwie ist die hier noch ziemlich langsam. So, Achievement, Säge 10 Stämme. Okay. Der Säge 10 Stämme. So, von den Achievements her. Also ich kann ja gleich mal nachschauen, was es so gibt. Aber so spektakulär fand ich es jetzt noch nicht. So, einen Stamm habe ich mir schon mal vorbereitet, das heißt, ich kann ja fix. Guten Morgen, schlafe in deinem Bett, drehe das Auto aufs Dach, das haben wir auch schon zigtausend Mal gemacht. Erreiche eine Geschwindigkeit von 70 km/h, dafür brauchen wir, glaube ich, ein schnelleres Auto. Laufe 12 Kilometer. Erste Hilfe, belebe einen Partner wieder oder werde belebt. Das kann ich leider nicht machen alleine. Jäger aus Leidenschaft, das kriegen wir auch locker hin. Töte 10 Wildtiere. Oder besser gesagt, schläfer 10 Wildtiere ein. Dann kaufe ein Haustier. Erstelle einen Charakter.